Leute, ich habe gehört, heute fangen wir uns ein Legendary in Pokémon Prism. Nebenbei, hier ist Golddeck, eines von wenigen versteckten Items. Das wird für ein anderes Legendary wichtig, was nicht das ist, was wir heute suchen. Weil heute suchen wir Groudon. Dafür müssen wir erstmal nach Bottom City. Dann müssen wir zum... Wir müssen da nach oben. Hier das Ruby-Eck suchen. Ich hoffe, man kann sich schon denken, um welches Legi es sich handelt. So, jetzt müssen wir wieder in die Stadt gehen, wo wir gerade eben waren. Und zwar nach Hyrule City. Und da war ja so eine Dame, die Pokémon-Eier sammelt. Und ja, hier müssen wir jetzt das Ruby-Egg überreichen. Und dann gibt es hier uns das Red Orb. Und dann können wir dann das Legi fangen. So, das war die Dame, die wird uns noch für zwei andere Legis helfen. Wer weiß, vielleicht machen wir die auch in dem Part, eins davon zumindest. So. Komm, das spielen wir mal. So. So. Raus. Pokémon fliegen. Jetzt müssen wir hier nach Bottom City. Bottom City. Und jetzt müssen wir wieder in die andere Region. Nach Naljo. So, Pokémon fliegen. Und zwar müsste es jetzt auch über Kenya Dock gehen. Und zwar jetzt müssen wir in diese Feuerhöhle. Ich meine, das ist alles Dings, was wir schon 100-mal gesehen haben, dieser Teil. So Leute, ich werde den Weg über Arcania Dock nehmen, weil der Weg über diese andere Stadt zur zu dieser Feuerhöhle, da braucht man Zertrümmerer und ich weiß nicht, ob ihr es schon wisst, aber ich habe Zertrümmerer vergessen lassen. Provincial Park. Gut, dass ich den Schneider dabei habe. Wenn der potenziell kann man auch von der anderen Seite hierher. Aber nicht wieder da zurück. Sondern in die Höhle. Die hier unten ist. Firelight Cavern. Ja genau, hier sind wir richtig. Hier brauchen wir jetzt die Fähigkeit zu springen, zum gewünschten Legi zu kommen. Was? Ich hab keine Ahnung, was ich da gesammelt habe, anscheinend Asche oder so. Habe ich da gesammelt. Ja. Genug Bälle habe ich hoffentlich für das legendäre Pokémon. Na gut, ich würde euch jetzt nicht mehr so lange auf die... Jetzt werde ich euch nicht mehr so auf die Folter spannen. Wir fangen heute Groudon. Komm. Springs Carbonat bei. Ich werde es ihm da noch vergessen lassen. Für den Gigasauger mal kurz. Tut mir leid, Carbonat.
Ich bin kein. Wartet. What the fuck, wo ist der Weg? Sehe ich hier irgendwo? Ja, ich meine, ich habe das jetzt recherchiert, wo man Groudon findet. Ich meine, ich weiß nicht wirklich, wo man. What the fuck, das ist ein Weg, den ich noch entlang gegangen bin. Geprankt. Mit einem Magma. Wird aber kein Problem sein. So, noch ein Magma. Die sind eh schwach vom Level. Da waren wir vor 100 Jahren. Flareon. Komm, Cut. Cut killt ihn fast. Also, seht ihr, wie schwach hier der Fisch angefunden. Verlugt du ist. Wartet, ich glaube, das ist hier irgendwo in der Nähe. Oder? Da, wo ist der Teil? Ich muss nur Groudon fangen. Und ich tue Deutschland übernehmen. Wenn ich den Weg nicht finde, dann werde ich halt doch den Weg über die andere Route nehmen. Okay, ich bin wieder hier. Okay, dann nehme ich halt den anderen Weg, liebes Spiel. Fliegen. Natürlich kann ich es nicht hier benutzen. Warum auch immer, ich bin hier nur im Wald. Ich meine, WLAN habe ich dort auch nicht, okay. Aber trotzdem. Fliegen. Dann nehme ich halt diesen anderen Weg. Dann mal wieder nach Fastilia Town. So, nehmen wir mal wieder zum 10.000. Mal diesen Ort. Ich liebe den Ort. So, jetzt bist du mal hier nach oben. Und hier. So. Magmaisierer. Ja, ich kann mir jetzt einen Magbrand machen. Ja, hier ist es schon. Groudon. Safe. So, place the red orb in the statue sand. Started moving. This isn't a statue, it's a living Pokemon. It looks like it's going to attack. Alter, die Musik gemacht, Pitstyle ist schon cool. Erdkräfte. Cut. Cut geht daneben, geil. Slash. Sunlight is strong, ja. Also die Musik im 8-Bit ist so geil. Okay, das Sonnenlicht ist verschwunden. Groudon ist jetzt im roten Bereich, nice. Jetzt beginnt die Bällewerferei.
Hyperball. Oh, geil, Kraut angefangen im First Try. Ich glaube, das Ding hat eine Fangquote von 3 oder so. Das konnte ich nehmen, Pokémon. Ja. Ich nenne es. Ich nenne es Groudon. Oder nee. Ich nenne es. Oder komm, ich nenne es Groudon. Groudon, das Groudon. So. Dieses werden wir uns Rayquaza schnappen. Aber war kein Escape. Weil da, ich hätte nie gedacht, das ist schon im First Try. Dass ich das im First Try schaffe. Nebenbei fürs nächste Legi brauchen wir wieder diese Stadt aus. Erstmal müssen wir uns zum Castro Forest für das Emerald Egg, also für das Smaragdei. Und dann. Erstmal Emerald Egg. Alter, das war schon ein cooler Kampf gegen Groudon. Dass es diesen First Try geschafft hat. Und Rayquaza wird sich schon ein bisschen schwerer. Und wer weiß, vielleicht spiele ich ja auch offscreen diese Lechis auf 100 machen. Hier nach Region möchte ich gerne. Meine, wer weiß, vielleicht werde ich ja Rayquaza oder so reinnehmen für Schwalbos. Weil. Nichts gegen Schwalbos, aber. Wartet. Muss ich dafür unbedingt fliegen? Ich meine, da unten komme ich jetzt sicher, war ich da. Oder auch nicht. Geschwalbes brauche ich noch zum Fliegen. Castro Valley. Das ist Castro Valley Gedöns. Ja, hier wäre halt eine Abkürzung. So, Cut. Das Rowelli. Ich weiß nicht mehr, wo es im Wald geht. Fuck. So, Repair brauche ich auf jeden Fall noch. So, jetzt ist es, müssen wir jetzt zum Castro Valley für das Emerald Egg. Na gut. So. What the f. Bestimmt. What? Ist das schon immer so gewesen oder habe ich das Spiel kaputt gemacht? Egal. Ach so, stimmt. Ich kann diesen Scheißwäldern kein Fliegen einsetzen. Bei Ward City. Dann geht's wieder. Durch den Max-Nier-Zug nach zur Naljo-Region. Mann. Wer weiß, wenn wir das auch so schnell schaffen, werden wir sicher auch noch eventuell. Oder nee, komm. Ganz ehrlich, ich hab Bock, Kyogre nicht in diesen Part zu machen, ganz ehrlich. Kyogre. Boah, Kyogre hat eigentlich das schwierigste Rätsel von allen drei. Und zwar, das hat heißt, was mit meinen Lieblingsruinen zu tun. Und dort in dieser Eishöhle dann diese Stärke-Rätsel. Dieses äußerst komplizierte. Ich schwöre euch, das ist sehr kompliziert. Ja gut, zum Glück gibt es sowas wie Tutorials. Ich glaube, zum Schwächen von Rayquaza werde ich auch wieder Tornuptu nehmen mit seinem Zerschneider. Gut, dass ich Zerschneider auf ihm habe.
Pokémon fliegen. Wieder in meine Lieblingsstadt. Sagte wieder meine Lieblingsstadt. Warte, Max Repel. Ich meine, wenn ich es. Wartet. Weil ich ja nachgespielt habe und durchgerusht bin, habe ich auch dieses Item nicht mehr. Nicht doch mal geholt. Und das will ich schon jetzt holen. Energieball. Wartet. Ich bestimme mal. Ja, hier spielen Mining Level 1. Hier sind die Orden. So. Das ist auch wieder dort das Item, weil ich da ja durchgespeed bin. Um so schnell wie möglich für euch. Warte, ich muss nicht dahin, wie ich trottel. Was mache ich Dödel da? Ich muss zwar zu der Stadt, aber ich muss nicht dorthin, zu dieser Höhle. Ich muss zu der Höhle, zu Milos Katakomben. Da ist es auch wichtig, dass ich Zeitakoma Ziffer kann. Das brauche ich auch noch für Kyogre, ich glaube auch noch für Arktos. Hier oben befindet sich jetzt Rayquaza. Und Rayquaza möchte ich schon gerne haben. Weil Rayquaza einfach zu meinen Lieblings-Legis gehört. Mit Ho-Oh. Und das Golddeck ist für Ho-Oh. Wartet Leute mal. So. Speichert jetzt wieder Platz. Cut. Und Cut macht keinen Schaden gut. Eroas macht keinen Schaden gut. Alter, der Crit war gut. Teilweise. Hätte der Anzug danach gekrittet, hätte ich geheult. Okay, Turbo-Tempo. Dieses eklige Rayquaza krittet mich an, Re. Zwei. Nein. Schade. Schade, schade. Marmelade. Komm, ich muss jetzt Bälle werfen. So. Drachenpuls. Warum auch immer das Fäuste sind. So, hier, Steinkolos, der Resistent, alles von dem Ding. Seitdem ist kann aus irgendeinem Grund dem ich nicht keine Aura-Sphäre. Was ich nicht glaube. Ganz ehrlich, ich finde schade, dass da dieser Trommeln dann nicht kommt, wie bei vielen Originaldingern. Andererseits, ja, geht nur ganz schwer in 8-Bit. Zwei, drei. Oh mein, holy shit. Alter, wie schnell geht das mit den Legis? Ja. So, Sky High. So. Rayquaza. Ich nenn's Rayquaza.
So, Rayquaza, das Rayquaza. So. Rayquaza. Ja, das war die Challenge. Ich hab Rayquaza gefangen, yay. So. Ich würde mal kurz schneiden. Der What the fuck? Warum ausgerechnet das Fahrrad? Das ist doch nicht normal. So Leute, ich werde mal dann schneiden. Bis gleich. So Leute, weiter geht's mit Lavados. Ja. Slovenia City. Das geht mal. So. So, Schwester Joy, heil mich mal. Ich glaube, es ist sogar schon möglich, hier Lavados zu bekommen. Wenn man alle 8 Orden hat, aber. Warte, warum will ich doch wegfliegen? Ich muss doch erstmal zum Zug. So, Lavados ist jetzt dran. Dann machen wir im nächsten Part eventuell Kyogre. So. Durch. Seneca Caverns. Warum auch immer. Ich habe auch nachgeguckt. Das ist nicht normal. So. Mount Ember. Da geht's jetzt weiter. So, hier nach draußen. So. Folge nur einer ganz genauen Beschreibung. Dann muss ich hier nach oben, hier ebenfalls. Und hier ist Lavados, Leute. Das werden wir noch fangen. Lavados heute. Haben wir genauso viel Glück mit wie mit Groudon und Rayquaza. Ja, stimmt, das ist so ein Remix von dem XY-Theme von den drei Legis. Oh, erstmal Antikraft raushauen. Ja, kein Morning Sun. So, das Ding ist schon im roten Bereich. Jetzt werfe ich einen Ball. Der geil wäre es, wenn das auch so schnell drin bleibt, aber ich glaube so kaum, dass das so schnell drin bleibt für Rayquaza und Groudon. Ich meine, das Ding müsste genauso wie die zwei anderen eine Fangquote von 3 haben, ja. Eine Fangquote von 3 halt. Spoil. Das ist Spoil. Wird er mich verbrennen oder was? Nee. Auf jeden Fall etwas, was nicht sehr effektiv ist und die Animation viel zu lang ist. Aber ich möchte auch Lavados gerne haben. Ich möchte jetzt hier, dass ich mal Schwerbus rausholen und in jeden Part ein anderes Lecce reinnehme. Dafür mal. Eins. Ja, mehr bis. Antikkraft killt hoffentlich nicht. Ja. So, erstmal heilen. So. Hyperball, Schlag und Sieg bitte. Mal Lavados, Groudon und Rayquaza schon abgehakt. Wollte ich sagen. Wenn er drin bleiben würde, tut er aber nicht. Habe ich irgendwas mit Paralyse in meinem Team?
Dead. Du kannst nur burn, geht aber nur Feuer-Pokémon. Du kannst nix. Du auch nicht. Du kannst das auch nicht. Du sowieso nicht. Du leider auch nicht. Carbonat kann auch nicht paralysieren oder so durch seinen Blick des Todes. Komm, Lavados, please, bleib drin. Komm. Morning Sun. Cut. Macht wieder Boil. So, ich glaube wohl kaum, dass jetzt noch ein Antikraft ausreicht. Eins. 2, 3 und BAMS! Lavados wurde gefangen! Moltres. Legendary Bird Pokémon. Ja, das ist es. Wie nenne ich es? Ich nenne es. Mal überlegen. Ich nenne es Infinite Cobra. Oder schreib's einfach nur Kid Cobra. Ich würde sonst nicht drin passen. So. Krass, dass wir gleich drei Legis in dem Part schaffen. Ich hätte auch noch können, was weiß ich, Kyogre reinmachen. Ich weiß gerade nicht, wo das Saphir-Eck ist. Deswegen. Und das Gold-Eck ist nebenbei für Ho-Oh. Oh, ja. Ich würde mal sagen, Leute, wenn euch der Part gefallen hat, gebt mir den Daumen nach oben. Dann werde ich euch loben. Heute mal ein bisschen kürzer. Oder wisst ihr was? Die drei letzten Minuten benutzen wir um diesen Mount Ember. Komm, was für Level an die Pokémon hier? Das müsste ja auf Siegestraße wo sein, weil das Pokémon konnte man ja schon anscheinend nach dem 8 Uhr anfangen. Sprich, man braucht den Zink, die Liga abzuschließen. Und hey, surprise, die sind höher gelevelt als der IQ von irgendeinem dummen Charakter. Als der von Lineback aus The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Okay, was gibt's hier noch? Drin Mashok. So, das nervt so langsam. Ich bin gerade zu faul, um Schutz einzusetzen. Und hier ist eine Sackgasse, geil. Weil dadurch gibt es ja auch Torkoal. So, nebenbei, im nächsten Part geht es dann weiter mit Kyogre. Wo ich sicher den kompletten Part brauchen werde. Weil da dieses. Weißt du was, ich soll Schutz sein. Ich würde mich dann schon mal in die Höhle positionieren. Für Kyogre. Für ne, erstmal muss ich doch das Saphir holen. Fuck. Seht ihr, der Saphir-Massaker, der ist so vorbereitet. Und dieses Mashok nervt. So. Nachdem wir in der Feuerhöhle Groudon gefangen sind und Milos Katakomben, hier, Rayquaza, haben wir hier auf dem Mount Ember einfach mal Lavados gefangen. Wie ich kann denn fliegen? Und es ist immer normal, dass da das Fahrrad abgebildet ist.
So. Ich würde sagen, Leute, das war's für diesen Part. Wenn es ja, euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Part, Leute. Bis dann. Ciao. Euer Famaster FK.